Geiz ist geil. Darüber sind wir uns ja alle einig. Aber Gold zum selber machen? Wie geil ist das denn? UniTV wollte es genauer wissen. Gold, so klein und doch so wertvoll. Und zwar gerade, weil es so selten ist. Wie Gold entsteht, das wollen Wissenschaftler rausfinden. Forscher der MLU haben jetzt ein weiteres Teil des Puzzles entdeckt. Eine Bakterie, die bei der Entstehung von Gold eine Rolle spielt. Professor Dietrich Nies beschäftigt sich schon lange mit diesem Organismus und weiß, was da passiert. Biomineralisierung von Gold ist die Umsetzung von löslichen Gold-Ionenkomplexen zu metallischem Gold durch Bakterien. Als Teil eines internationalen Forscherteams löst Professor Nies das Geheimnis der Bakterien. Er hat das Gen entschlüsselt, das die Goldbildung ermöglicht. So können die Bakterien vorhandene Goldpartikel konzentrieren. Was das bringt? Was wir machen könnten in näherer Zukunft, ist Goldsensorbakterien zu basteln, die halt die Konzentration, die verfügbare Konzentration von Gold messen können. Schon heute weiß man, ein aktiver biochemischer Prozess kann bei der Goldentstehung helfen. Wird es bald möglich sein, Gold im eigenen Garten zu züchten? Es wird vermutlich nur großtechnisch machbar sein. Also zu Hause wird man zunächst einmal nicht diese Goldvorkommen im eigenen Garten haben. Und dann muss man sehr viel Land, Erde, Mineralien umsetzen, um überhaupt erstmal diese dünnen Goldlösungen zu konzentrieren. Also vermutlich wird es nicht funktionieren. Gold bleibt also rar. Es selbst zu züchten, nichts als ein Traum. Vielleicht doch besser so, denn genau das macht es so begehrt.